Moin Leute, und heute zeige ich euch, wie ihr den Radiosender Nummer 1 helfen könnt, in ganz Los Santos ausstrahlen zu können. Natürlich ist die Rede von Steel Sleeping Los Santos, denn die haben das Problem, dass sie nur lokal senden können mit ihrem Radiosender. Und in diesem Video zeige ich euch alle 10 Locations von den kaputten Antennen, die ihr dann reparieren könnt, damit dieser Radiosender, der natürlich Platz Nummer 1 ist in den Charts, dass ihr den überall hören könnt. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Und für die Leute, die mich auch immer noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr immer diesen geilen Tutorials. Aber ich würde mal sagen, fangen wir doch mal direkt an. Ihr seht jetzt gerade im Hintergrund, dass ich gerade in der Nähe von Mirror Park unterwegs bin und ich bekam diese SMS. In dieser SMS werden wir natürlich um Hilfe gebeten von einem gewissen Joey Orbison, der einen neuen Radiosender aufgemacht hat. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, Leute, ihr werdet auch in dieser Nähe ein J sehen auf der Minimap. Und wenn ihr dorthin fahrt, erhält ihr diese SMS. Aber ich würde mal sagen, fangen wir doch mal direkt an mit den Locations. In der ersten Location sage ich euch generell, wie das geht. Ich fliege jetzt natürlich jetzt dahin, wo ich euch das gesagt habe. Und ihr werdet natürlich jetzt da eine Antenne sehen, beziehungsweise einen blinkenden Kasten. Dann müsst ihr diesen blinkenden Kasten gehen. Ihr werdet natürlich dann oben links eine Meldung erhalten. Drücke rechte Pfeiltaste, um die Radioantenne für Steel Sleeping Los Santos zu reparieren. Und euer Kasten wird rot blinken. Meiner blinkt schon grün, da ich das schon mal gemacht habe. Angeblich. Also ich habe das eigentlich gar nicht gemacht, aber irgendwie sind da mir alle schon repariert. Deswegen irgendwie, ja, ein bisschen komisch. Aber egal. Auf jeden Fall, ihr könnt also die rechte Pfeiltaste drücken. Dann wird euer Charakter den Hebel von oben nach unten drücken. Dann wird euer Kasten grün blinken. Und ihr werdet die Meldung erhalten. 1 von 10 Radiokästen repariert. Und so weiter und so fort. Und das macht jetzt einfach insgesamt 10 Mal. Und ihr werdet natürlich immer dabei ein bisschen RP und Geld bekommen. Also ich mal sagen, viel Erfolg bei der Suche. So Leute, ihr habt es geschafft, alle 10 Radiosender zu finden und zu reparieren. Und Leute, wenn ihr ein paar Meter von dem letzten Radiosender weggeht, werdet ihr eine Nachricht erhalten. Und zwar steht in der Nachricht, du hast beim Aufbau von Steel Sleeping Los Santos geholfen. Joe Orbison meldet sich wegen einer zusätzlichen Belohnung bei dir, sobald der Radiosender ganz an San Andreas an den Start geht. Und Leute, ihr solltet kurze Zeit später auch den Radiosender überall hören können. Also in meinem Fall kann ich das, deswegen sollte das Ganze bei euch auch funktionieren. Aber Leute, ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial-Video geholfen, beziehungsweise sogar auch gefallen. Wenn ja, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer Wombat. Ciao.